war eine Veranstaltung von der Windkraftplaner hier in der Halle in Sandbach. Und da haben sie dieses Windprojekt hier vorgestellt. 7 Windkraftanlagen auf der Höhe zwischen Mümling und Main. Reibreidenbacher Forst ist das hier oben. Und diese Fläche hier, wie sie da zu sehen ist, die ist im Regionalplan Südhessen ist die ausgewiesen, die 218. Und da ich mich ja früher sehr intensiv mit Windkraftplanung beschäftigt habe, also auch welche geplant habe, interessiert mich das natürlich, weil ich zumindest so Bedenken hatte im Odenwald, da einfach so auf jede Höhenzug so Windkraftanlagen zu bauen. Und da gehe ich da jetzt mal hin. Hier sieht man nochmal einen Auszug aus dem Regionalplan. Und das ist diese Fläche hier, um die es geht. Die ist da ausgewiesen. Da hinten haben sie nur, wir wohnen hier unten, also ich wohne hier in Sandbach. Und hatte mir dieses Gebiet damals, das hatte ich mir ausgesucht gehabt, direkt gegenüber meinem Elternhaus auf dem Berg Richtung Rimhorn. Und das wurde damals rausgenommen, wie man sieht, weil, was weiß ich, die deutsche Flugüberwachung hatte da was dagegen, weil man da anscheinend irgendeine Anlage nicht sehen kann. Und da haben wir dann, unsere Planungsgruppe hat dann sich zwar einmal damit beschäftigt, hat es auch der Gemeinde damals vorgestellt, aber das wurde dann vom RP aus gestrichen, automatisch schon gestrichen. Und der Bürgermeister, der damalige Bürgermeister in Sandbach-Breuberg, der hatte da gesagt, das würde er durchaus unterstützen. So waren wir damals unterwegs. Und es gibt jetzt noch einen Flächennutzungsplan des Odenwaldkreises und den hole ich dann später mal raus und zeige mal, was da für Flächen drin sind. Das ist sind die Flächen des Regierungspräsidiums und das ist ein Unterschied. Ich sitze in Darmstadt, RP Darmstadt, und unsere Leute, die sitzen in Michelstadt und planen von dort aus den Odenwald. Tja, da wusste man nie so recht, mit wem soll man sich jetzt ins Boot setzen, weil gemeinsam kam als nichts raus. Ne? So, das war die Vorgeschichte, jetzt gehe ich mal raus. Bin ich jetzt vor meinem Elternhaus und das dahin ist dieser Höhenzug, da oben ist unsere schöne Burg. Jetzt sieht man das, da oben ist die Burg und dahin auf diesen Höhenzug, da entlang, kommen diese 7 Anlagen in Reibreidenbacher Forst. Die sollen 250 Meter hoch werden, so sind sie geplant. Und man muss sich immer vorstellen, so ein Berg vom Tal, von der Mümmling bis zur Spitze hoch. Die Mümmling liegt ungefähr bei 150 Meter Höhe und die Spitze liegt bei 300, 320 oder sowas. Das heißt also, die Windkraftanlage, die oben drauf kommt, sind höher als der Berg. Ne? Jetzt nochmal rechnen müssen, also es sind 100 Meter höher als der Berg, also praktisch doppelt so hoch, wenn man es genau nimmt. Also wenn man etwas ungenau nimmt, meine ich. So, da ist unser Kirchen. So, und meine Sache, weil ich ja Windkraftplaner bin eigentlich, war jetzt nun, was habe ich denn da dazu für Position zu sowas? Finde ich es gut oder nicht? Und man muss achtpassen, wenn ich selber plane würde, wäre es gut, und wenn ich nicht selber plane, ist es schlecht, das kann ja auch nicht sein. Ne? Also insofern würde ich sowas planen. Ich habe mich ja deswegen hier rausgehalten, weil ich es nicht planen wollte. Dann das Argument kommen, siehste, wenn ich es nicht mache, dann mache ich auch nicht. Dann mache ich es doch lieber selber. Da wird mir davon eingeholt jetzt. Ne, ist noch nicht durch. Ist noch nicht durch. Ich gebe jetzt zu, da oben hatte ich geplant. Also hinter dem Berg, da hatte ich geplant. Oder wollte ich planen, sozusagen. Das war die Fläche, die ich vorhin gezeigt habe. Nach Rimhorn hin. So, jetzt bin ich also in Neustadt. Im Weg zum Forsthaus. Das ist die Höhe, um die geht's.
rückt man also voll ab. Und das ist die Burg da. Und der Turm da auf der Burg, der ist ungefähr 20 oder 25 Meter hoch, dass man nur mal eine Ahnung kriegt. Und die anderen da sind 10 Mal höher. Das ist ja eine gigantische Zahl, ne? Okay. Aber so ein Kamin, die waren, wie hoch der ist, weiß ich nicht, aber der in der Fight war, glaube ich, mal 110 Meter. Das ist die Busch. So, weiter. Unter dem unterhalb vom Neustädter, nicht unterm Kalken, nein, unterhalb, ja, unterhalb am Berg, wo der Kalken steht. Da drüben ist das Weißhaus, Weißenhaus, Marienhaus. Die katholische, die evangelische, da oben kommen die Burg, Ritterburg. Und da drüben kommt der Höhenzug. Auf der anderen Seite geht es dann ins Maintal. Und da stehen dann diese besagten Anlagen, wegen denen ich jetzt heute mal die Wanderung hier mache. Das da unten, das Riesengelände, das ist Odenwaldkonserven, das ist dann ihr Logistikzentrum. Und auf die Seite kommt man dann in die Odenwald und die Veit. Veit sieht man jetzt nicht. Das ist Odenwald. Reifenfabrik in dem Fall. So. Und den Bräuberg da oben, den haben sie jetzt gerodet. Den ganzen Berg. Und ich muss sagen, am Anfang war ich skeptisch, aber jetzt gefällt mir das, dass man die Burg so schön rausgekommen sieht. Ne? Also wirklich, natürlich, mein Anspruch. Das war vorher auch nicht schlecht mit ein paar Bäumen drumherum. Und dann haben sie diese ehemaligen früheren Weinberge gerodet und da soll jetzt auch wieder Wein gepflanzt werden. Im Bräuberger Land gab es früher Wein. Und den gab es auch da drüber. Ne? Da, wenn man da drüber wandert, von der Heilstätte aus, sieht man die auch. Weinberge, angelegt mit solchen Sandsteinen. Mauerschen. Ich bin mal gespannt. Ne? Ein Kumpel von mir, der hatte da oben so einen Zugang zu so einem Weinberg. Und der war gut. Der hatte Dornfelder, war gute Wein. Habe ich mal eine Fläschchen gekriegt. Ne? Ja, gut. Auf der Veranstaltung, das muss ich noch sagen. Ich habe ja früher auch so Veranstaltungen gemacht, wegen meiner Windprojekte. Und da hatte die so eine Visualisierung, nennt sich das, wo die Windkraftanlage ins Bild neu gesetzt werden. Ne? Und ich muss sagen, alle Achtung, habe da einige gute Bilder gemacht. Aber das, was ihr da im Vortrag dann gemacht habt, das war unterirdisch, das muss ich jetzt mal dazu sagen. Die haben dann ein Bild an die Wand geworfen, von diesem Berg hier, vom Höhenzug. Und dann waren die Windkraftanlagen drin, die hat man bloß nicht gesehen, weil die Lichtverhältnisse so schlecht waren. Zum einen beim Bildmachen und zum einen vom Beamer. Also so ein blödes Argument habe ich mal den Tag nicht gehört. Und damit man die sieht, die Anlage, wo oben drüber immer hat WK1 oder WEA, je nachdem, wie man sie nennt. Bis sie, also die Nummerierung hat man gesehen und die Anlage nicht. Erst einmal, wie blöd hält man dann die Zuschauer? Ne? Also das war unterirdisch. Es kann natürlich sein, dass es wirklich ein Fehler war, dass der Beamer so blöd war. Aber das glaube ich halt nicht. Ne? Das war schon zu schwach im Bild und dann hat der Beamer noch sein Übriges getan. Ne? Und da muss man sagen, so geht's halt nicht. Ne? Weil nach meiner Auffassung sind die ganzen Haselmäuse und Ding-Dang-Dong-Dang Argumente sind einfach untergeordnet. Ich kenne die früher mit Gelbbauchunge, Rotbauchunge, Trappe, Schwarzstorch, Weißstorch, dat. Da kann man alles Mögliche finden, Uhu. Aber entscheidend ist meiner Ansicht nach, also das sind auch Argumente, will ich ja gar nicht so Rotmilan und Ding und Dang. Aber für die Bevölkerung ist als erster Stelle, wie kommt die Ästhetik in mein Land? Ne? Und ich denke, viele Leute interessiert es eigentlich gar nicht, ne? Ist eigentlich egal. Und dann gibt es halt ein paar Ästhete, heimatverbundene Wanderer, Naturmenschen. Und so war damals das Argument, ne? Als ich da noch rumgerannt bin mit Planungsplänen. Also wenn der Berg niedriger ist im Mittelgebirge, wir haben immerhin Mittelgebirge, als die Windkraftanlage, dann muss man sich überlegen, was los ist. Und der ist ja praktisch, wie ich vorhin schon sagte, die Anlage doppelt so hoch wie der Berg. Also da kann man nicht mehr sagen,
ohne Relevanz. Und dann auch noch 10-mal höher wie der Turm da oben. Ne? Also das steht da drüben was auf dem Berg und das ist 10-mal höher wie der Turm da oben. Und also, ich will ja meine Kollegen jetzt nicht ganzes Wasser abgraben, aber ich habe da nicht eine andere Fläche wieder gehört. Ich habe ja woanders geplant. Ne? So, das war's. Erstmal bis dahin. Du hast jetzt den einen Bewohner hier gefragt, den Anlieger hier oben. Den stört das gar nicht. Der sagt, Energie ist ihm wichtig und so ein paar Windrädchen, die stören nicht. Also man muss das auch mal berücksichtigen, was die Bevölkerung denkt. Weil ich sage ja immer, das war ja meine Devise, ich plane nur noch dort, wo die Bevölkerung es auch will. Und es kann ja durchaus sein, dass die schweigende Mehrheit, dass es denen egal ist. Ne? Könnte schon sein. Ich habe vorhin gerade mit meinem Kollegen diskutiert, da habe ich gesagt, weißt du was, wenn in 20, 30 Jahren einer kommt und sie würden da stehen, die Windräder, und dann will der die abbauen und da kommt irgendein Amt und sagt, das ist Denkmalschutz. Ich sehe das kommen. Insofern mach dich verrückt. Ich mach mich ja nicht verrückt, ich zeig nur auf. So, jetzt sind wir also Richtung Mühlhausen. Und da oben ist der besagte Windkraftberg, Windkraftanlagenberg. Naja, ist halt so, wie es ist, ne? Das ist die Initiative da. So, und hier ist die Holzhackschnitzelverbrennung Reibreidenbach. Damals bei der Einweihung war der Hermann Scheer sogar da, extra angereist. Mal sehen, ob man eine Schautafel findet. Ist die lagern die im Freien oder was? Könnte zu trocken werden. Ich habe keine Ahnung. Ja, okay, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, das ist er. Und die heizt die Reibreidenbach auf. Da steht es ja. Ach, da ist die Geschäftsstelle. Ist da jemand da? Bioenergiedorf Reibreidenbach EG. Ist zu. Geschichte weiß ich nicht mehr jetzt so genau. Ich konnte dann nur Fragmente erzählen. Jedenfalls war das großes Engagement hier. Kann man im Internet finden. Ich weiß nicht, ich habe mir das damals, glaube ich, angeguckt, ob die auch Strom machen. Und das war mir damals irgendwie sonderbar vorgekommen, dass da kein Strom gemacht werden soll. Aber ich weiß es nicht mehr so genau. Ständigkeitshalber muss ich das jetzt noch dazu sagen, weil es gibt andere Verbrenner, die machen die Verbrennung nur, damit sie Strom machen können, weil sie mit dem das Geld verdienen. Und das hat mich hier, ich glaube, die machen keinen Strom. Wo ist da der Schutztempel? Das finde ich nicht. Muss man wahrscheinlich bis zum Hof laufen. Da ist es. Hackschnitzelwerk, Heizwerk, Heizkraftwerk oder was weiß ich, wie das heißt. Da ist die schöne Burg. Da ist das Ort. Und da ist der besagte Berg hier, der Windkraftanlagenberg. Okay. Noch eins ist. Trifft sich jetzt langsam. Aha. Oh, jetzt sehe ich immer den Weg, da bin ich gelaufen. Daher sieht man es da unten. Über die Brücke, da unten entlang. Und dann bin ich in Neustadt da abgebogen, in den Wald rein, in Mühlhausen, da haben wir da rum. Jetzt wieder zurück und jetzt sind wir am Sophienhof dahin. So. Und es geht eigentlich darum, diesen Höhenweg hier zu bekommen. Und dann hätte ich den Bach da drüber, die sind ja auch. Direkt neben so. Okay, ja, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Ist mir zu weit, oder? Nee, das schaffe ich nicht mehr. Ich wollte eigentlich nur flauen. Soll ich es machen? Mal sehen. Such's. Ich laufe mal da ein Stück in den Wald. Mal sehen, wie schwer das geht.
Und dann bin ich wenigstens mal oben auf dem Weg, wo er noch nie tut. Aber jetzt eine Dame, die hat gesagt, das ist notwendig. Und da muss man es halt sehen. So, das muss man abbauen. Interessant, da war sie sehr entschieden. Ne? Sie mag sie nicht sehen, aber trotz alledem, wegen der Gesamtenergiesituation und wegen der Notwendigkeit, finden sie sich damit ab. Ganz klare Position. Glasklar. Ich hatte früher, glaube ich, auch mal so einen. So, mal sind diese Rodungsarbeiten hier rein zufälliger Natur. Oh, da bin ich schon auf dem Weg. Hm? Was meinst du? Genau. Oh, da liegt schon einiges rum. Jetzt, da ist der Höhenweg. Ich denke, auf dem Höhenweg muss es sein. Dann wären das hier nur Zuwege. Aha. Gut, interessant. Oh ja, gut, die sind also... Welchen Weg die jetzt da nehmen, muss man halt im Plan gucken. Da oben ist erst der Höhenweg. Also müsste ich da noch... Ja, das ist eine... Soll ich? Wenn ich das richtig sehe, ich bin von da hinten hergekommen. Ich bin jetzt irgendwo da. Und müsste da noch. Wenn ich jetzt so weit bin, mache ich das auch noch. Das ist keine Frage, dass du das schaffst. Die Frage ist nur, ob du es wieder heim schaffst. Ich habe hier keine Witterungsumschwünge, so eine extreme Art wie den Alpen. Aber dunkel wird sie auch. Okay. Mal sehen. Jetzt gehe ich bis drauf. Nur mal, das zieht sich. Jetzt, da oben ist die Höhe. Also, hier geht ein Dreierweg lang. Da bin ich jetzt oben. Tja, nun gut, wo geht da der Höhenweg jetzt? Da vorne bin ich schon drüber weg. Weiß ich jetzt nicht. Ich halte mich an der Seite hier. Jedenfalls bin ich oben. Ja gut, ne? Was soll man da jetzt zeigen? Ist halt Wald. Hier vorne den Weg. Man geht auch hier unter, ne? Du musst sehen, dass du da ankommst. Ja. Schon angekommen. Gucken wir da, wie schön. Da steht sie, die Burg. Unsere Burg. So. Da ist unsere Schule, Rhein-Breitenbacher Schule. Da dampft das Hackschnitzelwerk. Und da hin, wo der Kamin ist, da muss ich hin. Seh zu, was das packst. Aber ich war hier noch nie, das ist schön. Tja, und so hoch wie der Turm da oben. Mal 10. Es ist also schon ein Klopper, den ich so komme, so was man will. Hier ist die Wasserkraft. Ist der Kleinwasserkraft. Das rauscht ganz schön. Und jetzt will ich nur sagen, ich habe, das ist ja eigentlich mein eigentliches Anliegen, Kleinwasserkraft. Aber wenn da eine Anlage hier mit dem mittleren Gefälle 3 Meter oder so. Und da hat jetzt vielleicht zwischen 100 und 200 Kilowatt. Und so eine Anlage, die da oben aufbauen, die haben 6.000 Kilowatt. 6.200 Kilowatt. Also das sind einfach 6.000 Kilowatt mehr als die Anlage hier, die man da bauen könnte. Also ich habe es nicht gerechnet, aber ich schätze einfach mal so eine Zahl. Und da sagt man sich doch, ja, Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Gemerkt, eine Windkraftanlage hat 6.000 Kilowatt, 6.200. Tja, als ich das damals gesehen habe, was die Windkraft für ein Potenzial hat,
Dann bin ich richtig reumütig eingegangen. Hat meine Kleinwasserkraftanlage nur noch bedingt empfohlen. Aber gut, wo es da ist, warum nicht? Die ganzen Gegenargumente stimmen bei der Wasserkraft auch nicht, weil das Querbauwerk da unten oder wo es auch immer da unten steht, das ist so und so da. Da brauchen wir die ganze Argumentation, können wir sich sparen, dass da was eingestaut wird. Vollständigkeitshalber ist das jetzt mal der Flächennutzungsplan Hessen Süd, RP Darmstadt. Also für die erneuerbare Energien. Hier ist Breuberg und hier ist Reibreidenbach. Plus, plus. Oh, da haben wir ihn jetzt. Und das ist das Gebiet hier. Das hier, das wird soll beplant werden mit den Zivil Windkraftanlagen. So, jetzt mache ich dazu im Vergleich den Flächennutzungsplan des Odenwaldkreises. Anfang vor, auf der Basis von Beschlüssen aller Kommunalparlamente sowie des Kreistages koordiniert und finanziert der Odenwaldkreis derzeit das Verfahren zur Erstellung eines gemeinsamen Flächennutzungsplans mit sachlichem Teilbereich Windkraft für alle 15 Städte und Gemeinden des Odenwaldkreises. Das liegt zwar jetzt schon jahrelang zurück, angeblich seit dem Jahr 2012 wird der beklagt und ist noch nicht endgültig genehmigt. Und das ist jetzt die Grundlage, also das sind diese zwei Diskrepanzen. Jetzt zeige ich noch den Planausschnitt, wenn ich ihn finde. Da steht da extra noch Entwurf dahinter und da sieht man, dass das sehr detailliert gemacht wurde. Also alle möglichen Gutachten, Detailpläne, Raumgutachten, Umweltberichte. Es geht also schon seit Jahrzehnten, planen die da dran. Ich habe mich ja früher auch mit beschäftigen müssen. Es hat am manchmal schon den letzten Nerv geraubt, aber es ist halt so. Ich bin in der Darstellungspläne da gelandet. Das ist in Mossautal. Jetzt werde ich aber den Übersichtsplan erstmal holen. Ich hoffe, man kann das erkennen überhaupt, sonst macht das ja gar keinen Sinn. Das ist also der Odenwaldkreis und da gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Windgebiete, wie man da jetzt auf den ersten Blick erkennt. Die übrig geblieben sind von der langjährigen Planung, da gab es. So, und jetzt zoome ich mal da rein, damit man mal sieht, was bei Breuberg ist. Na, minus war falsch. Und da oben ist Breuberg. Und da kann man die Sache sehen, wie man will. Da ist halt nur gar nichts. Ob das jetzt richtig ist oder nicht so richtig, sei mal dahingestellt. Jedenfalls ist nichts. Dann kommt der da Lützelbach, das ist das Hainhaus. Und dann kommt Michelstadt, da bin ich auch mal aktiv gewesen, wollte mal gucken. Das ist natürlich fraglich, meiner Ansicht nach. Mossautal ist realisiert. Weiß ich gar nicht, ist es der oder der? Ich glaube, der da, den habe ich und den nicht. Das weiß ich jetzt nicht genau. Und den da weiß ich jetzt auch nicht, was da passiert ist. So genau bin ich nicht mehr im Bilde. Ich habe mich dann rausgeklinkt aus dem Ganzen. Weil das schon Theater war irgendwie auch. Es gibt zu meinen diesen Plan. Und dann gibt es den RP halt. Ne? Und wer sich nach diesen richten will, der wird, wird sein blaues Wunder erleben. Ich habe die dann übereinander gelegt, oder wir, wo ich dann war in der Planungsgruppe, und habe die rausfiltern wollen, wo beide in Einklang sind, RP und FNP. Und ich glaube, das da ist raus, das war's und muss auch, die zwei, weiß es nicht. Es gibt bloß zwei oder drei Gebiete, die dann übereinstimmen. Und trotz alledem muss ich jetzt mal sagen, deswegen habe ich den Film auch gemacht, kann man in einer Versammlung, wenn man sich über diese Windkraftnutzung im Odenwaldkreis unterhält, nicht einfach so tun, als gäbe es den gar nicht. Ne? Die haben wir dann mit keinem Wort erwähnt. Ne? Nur auf meine Nachfrage hin hat er dann zugegeben, ja, da gibt es noch einen Flächennutzungsplan, der steht in Diskrepanz zu unserer Planung, also zum Regierungspräsidium.
Und ich halte das jetzt für zu easy, ne? Nach dem, was ich mir da damals noch oder wir uns da rumgeschlagen haben mit den Vorgaben. Aber man hätte es fast schon ahnen können, ne? Aber gut. So geht es dann halt aus. Was man da draus lernen soll, weiß ich auch nicht. Mach, was du willst, so ungefähr. Keine Ahnung. Die Bürgermeisterin hat dann auf meine Anfrage hat sie dann gesagt, dass es 9 Gebiete wären, so viel ich weiß, ich finde es jetzt nicht mehr. Also unsere Bürgermeisterin von Freiberg. Also die hatte sich schon vorbereitet, ne? Kam aber nicht zu Wort. Irgendwie wurde sie nicht, wurde sie nicht gedrängt, die Position der Gemeinden zum Ausdruck zu bringen, ne? Also, was will man da dazu sagen? Hier ist Vestas, die bringen die Windkraftanlagen, oder die sind geplant. Das ist die neueste anscheinend, schon bei 7 Megawatt. Das ist Wahnsinn, was die für eine Entwicklung hingelegt haben. Jetzt will ich aber den Typ zeigen, der da geplant ist. Wo ist denn der Typ? Ist es jetzt Vestas 162 oder 160? Das weiß ich jetzt nicht genau. 6,2. Ist ja auch nicht so jetzt entscheidend. Jedenfalls, die Dimensionen sind, die sind einfach gigantisch, ne? Gigantisch. Nochmal die Daten, die ich jetzt noch vorlese. Also 6,2 Megawatt, dann 169 Meter Höhe, Nabenhöhe, und der Rotor 162 Meter Durchmesser. Das heißt, eine Gesamtfläche, die sich da in der Luft rotiert, von 20.000 Quadratmeter. Wahnsinn. Also ich bin selbst begeistert von diesen Anlagen natürlich. Und anhand der Windgeschwindigkeit, die im Gutachten sich da ergeben hat, hat der Projektant gesagt, würde man 14 Millionen Kilowattstunden pro Jahr pro Anlage erwarten. Also das sind schon Kraftwerke, ne? Da kann man schon sagen, das ist gigantisch. Die Frage ist halt nur, passt es in die Natur, ne? Das ist die alleinige Frage oder eine der wesentlichen Fragen für die Windkraftnutzung. So, und damit ende ich hier.